mal wieder ein neues Video von mir. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute drehe ich euch eine Review über meine BB-Cream und zwar ist das die von Essence. Die BB-Cream, meine Tagescreme. Die liebe Lena Kirscher hat mich gefragt, ob ich das die Review mal oder ob ich darüber mal eine Review machen kann. Und an der Stelle grüße ich dich nochmal ganz lieb, Süße. Und danke, dass du mich dazu inspiriert hast, eine Review drüber zu drehen. Das ist die Creme, so sieht sie aus. Ich habe sie ja gerade schon mal in die Kamera gehalten. Das ist eine Anti-Spot-BB-Creme, also antibakteriell gegen Pickel und Mitesser und die schönen Unreinheiten, die man in meinem Alter so hat. Und dafür liebe ich sie wirklich. Also ich trage sie ja jeden Tag, wie ihr ja auch schon in meinem Get Ready With Me gesehen habt. Das ist jetzt die Zunehmpackung, weil die andere steht auch im Badezimmer. Deswegen habe ich da unten so Kleber dran, dass sie nicht aufgeht. Ich liebe sie auf jeden Fall. Du bekommst sie im DM, im Rossmann und im Müller. Kostet 3,45 Euro, glaube ich. Gibt es allerdings nur in der Farbvariante. Ich glaube, hell ist das. Und die gibt es auch nur in... Steht gar nicht drauf, welche Farbe, oder? Ne, steht gar nicht drauf, aber die gibt es nur in der Farbe. Was mir persönlich beim Auftragen der Creme aufgefallen ist, was ich nicht so mag, ist die Konsistenz der Creme, wenn ich sie einzeln auftrage. Und also ich trage darunter immer noch eine Tagescreme auf oder eine leichte Gesichtscreme oder so. Und damit komme ich eigentlich am besten zurecht. Also ich fühle mich damit wohl. Und ich kann dir auf jeden Fall, falls du eine Tagescreme noch suchst für unter die Creme, falls du mal was ausprobieren möchtest, eine leichte Gesichtscreme, habe ich hier die leichte Gesichtscreme von Baby Love. Also die mag ich wirklich, die ist leicht, wie draufsteht und ist auch von der Konsistenz total gut und riecht auch total gut. Ich liebe ja diesen Babygeruch, wenn du den nicht so magst, kann ich dir aber auch eine ganz normale Softcreme empfehlen in diesem Bottichen oder Nivea Softcreme oder so. Kannst eigentlich jede Gesichtscreme drunter auftragen. Ich habe jetzt halt bloß die zum Empfehlen, weil die relativ günstig ist und ich sie wirklich gut finde. Genau. Ach so. Den Preis zu der Creme, die kostet 85 Cent beim DM. Und sind 75 Milliliter drin. Und in der BB-Creme, das habe ich vergessen zu erwähnen, ich weiß schon wieder total chaotisch mein Video. Sind 50 Milliliter drin. Also bei mir reicht das ungefähr 4-5 Monate. Genau. Und dann benutze ich aber auch noch, wie ihr ja gesehen habt, in meinem Get Ready With Me das Essence Pure Skin Puder. Anti-Spot Kompakt Puder. Sieht so aus. Das bekommen die auch im DM, im Müller und im Rossmann. Das bekommen die aber in der kosmetischen Abteilung von Essence und nicht in den Tagescreme-Cremes. So wie die BB-Cream, die bekommen die im Tagescreme-Regal. Das liebe ich ja auch, das Puder. Das hat hier so, kann man aufklappen und dann hat es hier so eine Musterung sozusagen. Ja, da ist aber kein Pinsel oder Schwamm dabei, also da muss man selber sich einen Schwamm oder einen Pinsel dazu kaufen, wenn man das möchte. Und das sind 10 Gramm und ich habe das jetzt hier in der 01 Beige. Fokus. Oh, mein Fokus will nicht. 01 Beige da, jetzt. Ja,
das liebe ich ja auch, weil ich trage das einfach dann über die ganze Creme auf. Das steht zwar in der BB-Creme steht drin, dass man kein Puder mehr extra braucht, also hinten drauf steht es, aber ich selber benutze dafür noch ein Puder, weil ich einfach mich damit wohler fühle. Das kostet 2,45, 2,95 irgendwie so um den Dreh und das liebe ich wirklich und das hält auch wirklich sehr, sehr lange und ja, das liebe ich. Und dann habe ich mir noch gedacht, lege ich dir auch noch gleich einen Puderpinsel dazu. Und zwar ist das jetzt der Puderpinsel aus dem Müller. Wo steht's? Da. Body and Soul heißt das. Und das ist so einer. Wenn man den aufmacht, also hier den Deckel runterzieht, ich zeige es gar nicht in die Kamera, wenn man hier den Deckel runterzieht, kann man das runterschieben und dann hat man hier diesen Puderpinsel und der ist auch wirklich total weich und den habe ich jetzt nur im Vorrat, weil meiner von Essence, der geht jetzt langsam kaputt, der ist aber auch schon echt ewig alt und ja, deswegen habe ich den noch auf Vorrat und ich dachte, ich zeige dir auch mal einen Puderpinsel. Der kostet 3,95 €. Bei Müller habe ich den gekauft, aber du kannst auch jeden einzelnen anderen Puderpinsel für dein Puder nehmen. Oder Make-up-Pinsel für die BB-Creme, je nachdem, wie du dich damit am wohlsten fühlst. Und ja, aber ich habe gedacht, ich zeige dir halt auch mal einen Puderpinsel dazu und was ich so benutze. Dann hoffe ich, dir hat das chaotischste Video oder die chaotische Review zu meiner BB-Cream gefallen. Und wenn sie dir gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen hoch. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!